Hallo Freunde! Das Lösen eines Puzzles kann eine tolle Erfahrung sein. Stück für Stück bewegst du die Teile an den richtigen Platz, bis es am Ende ein wundervolles Bild ergibt. Aber dies ist nicht immer der Fall, denn es gibt auch wirklich verrückte und rätselhafte Puzzle, an dessen Lösung die meisten von uns verzweifeln würden. Heute die 6 schwierigsten Puzzle der Welt. Los geht's! Peter Minx. Das vielleicht berühmteste Puzzle ist der Zauberwürfel. Seitdem es diesen gibt, haben sich viele Variationen gebildet. Der Peter Minx ist eine davon. Entworfen wurde es von dem Designer Jason Smith. Es hat ganze 9 Ebenen und besteht aus 975 Teilen, die mit 1212 Stickern beklebt sind. Um solch ein Monstrum lösen zu können, braucht man wohl eine Menge Geduld und sollte sich auf jeden Fall genügend Zeit nehmen, denn die bisher schnellste Lösung hat ganze 7 Stunden und 45 Minuten in Anspruch genommen. Isis Ball. Diese etwas geheimnisvoll aussehende Kugel ist nicht zur Deko gedacht, sondern eines der schwierigsten Puzzle, die es gibt. Es gibt nur einen einzigen Lösungsweg. Die einzelnen Schichten können hin und her bewegt werden. Um das Puzzle zu lösen, muss man die Hieroglyphen in der richtigen Reihenfolge anordnen. Welche Anordnung das ist, muss man selbst herausfinden. Es gibt aber wohl 10 Tipps, die einen in die richtige Richtung schubsen sollen. Knackt man das Puzzle, bekommt man Zugang zu einem Bereich, in dem man die Chance bekommt, Bargeld oder diverse andere Gegenstände zu gewinnen. Man hat natürlich keine Garantie, überhaupt etwas zu gewinnen. Revo Maze. Der Erfinder Chris Pitt höchstpersönlich sagte von vornherein, dass sich nur die geduldigsten Menschen am Revo Maze versuchen sollen. Ein Revo Maze Puzzle besteht aus einem tonnenförmigen Außenkörper, in dem sich ein dreh- und schiebbarer Schaft befindet. Auf diesem ist ein für den Puzzler unsichtbares Labyrinth eingefräst. Ziel ist, durch geschickte Bewegungen den Schaft aus der Tonne zu befreien. Hat man es schließlich geschafft, so kann man einen kleinen Papierstreifen entnehmen, der eine Codenummer enthält. Diese Nummer wird zusammen mit Fotos des geöffneten Revo Maze im Internet veröffentlicht, als Beleg, dass das Puzzle ohne Gewaltanwendung gelöst wurde. Die Hauptserie besteht aus Revo Maze Blau, Grün, Bronze, Silber und Gold. Blau und Grün sind Einsteigermodelle. Bronze gilt als das schwierigste Puzzle, das in vertretbarer Zeit bewältigt werden kann. Das noch deutlich anspruchsvollere Revo Maze Silber ist erst von sehr wenigen Leuten gelöst worden. Revo Maze Gold ist bis heute unbezwungen. Loop de Loop. Der Ursprung von einem der ältesten Puzzle der Welt war in Gambia und von dort aus verbreitete es sich über den ganzen Globus. Es besteht aus einem Brett, in dessen Zentrum ein Stock platziert ist, der oben eine runde Öffnung hat. Durch die runde Öffnung wurde ein Seil geführt, das an beiden Enden jeweils eine Kugel besitzt. Auf der einen Seite kommt zudem noch ein Metallring hinzu. Die Aufgabe ist es, den Metallring ohne die Konstruktion zu beschädigen, von der einen Kugel zur anderen zu bekommen. Nur die allerwenigsten Menschen sind in der Lage, dieses Puzzle zu lösen. Hovercraft Levitating Construction Challenge. Wie wir wissen, muss ein Puzzle nicht unbedingt ein Rätsel beinhalten. Das hat sich der Hersteller ThinkGeek wohl auch gedacht, denn bei ihrem Spiel geht es um Geschick. Die Aufgabe ist es, kleine Gebäude auf einer fliegenden Plattform zu bauen. Das Spielfeld schwebt dank magnetischer Abstoßung und bewegt sich dabei schwungvoll hin und her. Bis zu 8 Personen können gleichzeitig spielen. Das Set enthält insgesamt 24 durchsichtige Kunststoffblöcke, von der Pyramide bis zum L-Stück. Es erinnert ein wenig an das klassische Aufbauspiel Jenga. Intimidator. Dieses Ding ist nicht nur ein unglaublicher Mix aus Ingenieursarbeit, Kunst und Schweißtechnik, sondern auch ein ziemlich kompliziertes Puzzle. 6 verschiedene Metalle wurden mit eingebracht. Messing, Aluminium, Bronze, Magnesium, Stahl und rostfreier Stahl. Das eigentliche Puzzle beginnt erst, wenn die Konstruktion aufgebaut ist, denn dann muss man jedes einzelne Teil, am Schlüsselelement angefangen, in der richtigen Reihenfolge wieder rausbekommen. Laut dem Hersteller und Erfinder Gary Maxton kann der Aufbau und das anschließende Lösen ohne Praxis einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Das war jedoch nicht alles, denn mit eingebaut in die Konstruktion sind die Einzelteile für eine Pistole vom Kaliber 45. Hat man das Puzzle also gelöst, ist die nächste Herausforderung, die Einzelteile der Pistole zu erkennen und diese zusammenzufügen. Auf was für interessante Dinge wir Menschen doch kommen können, ist einfach nur erstaunlich. Die levitierende Plattform zum Beispiel ist ja mal eine geniale Abwechslung zu den normalen Brettspielen. Welches Puzzle hat dir am besten gefallen? Und bist du vielleicht sogar der Meinung, dass du sie lösen könntest? Teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.